Hallo und herzlich willkommen zu Übungsblatt 1 und zum Thema allgemeine Vorgehensweise Teil 1. In diesem Video und in Teil 2 werden wir uns nicht mit irgendwelchen Konstrukten in Java oder irgendeiner anderen Programmiersprache befassen, sondern wir werden einen Schritt zurückgehen, uns ein bisschen freimachen von der Programmiersprache und darüber nachzudenken haben und das dann natürlich auch umzusetzen haben. Wie geht man allgemein an eine Programmieraufgabe heran? Was sind die Schritte, an die man denken muss, wie muss man überhaupt denken, was sind die Denkstrukturen. Ich habe zwar gesagt, das Ganze ist ein bisschen losgelöst von der Programmiersprache, aber natürlich müssen wir die Programmiersprache, die wir bisher betrachtet haben, Java, soweit wir sie bisher betrachtet haben, als das Werkzeug hernehmen, mit dem wir dann unsere Gedanken ausdrücken können. Und der erste Punkt ist zunächst einmal, den sehen Sie hier schon auf dem Übungsblatt, bei der ersten Hausaufgabe, sich klarzumachen, was eigentlich die Aufgabe ist, die man tatsächlich lösen soll. Klingt trivial, aber die Erfahrung lehrt, dass an dieser Stelle schon viele Leute Probleme damit haben, zu einer richtigen, korrekten Softwarelösung zu kommen, einfach deshalb, weil sie die Aufgabenstellung, so wie sie explizit dasteht, schlicht und einfach nicht in allen Details wirklich berücksichtigt haben, sondern sich in ihrem Kopf eine etwas andere Aufgabenstellung zusammengereimt haben, die dann aber nicht das erfüllt, was eigentlich die Vorgabe ist, beziehungsweise vielleicht nicht mal lösbar ist. Nicht nur die Aufgabe, sondern auch irgendwelche Hilfsmittel sind vorab natürlich zu eruieren. Was steht uns alles zur Verfügung? Welche Möglichkeiten werden wir voraussichtlich brauchen, um die Aufgabe zu lösen? Das finden Sie beispielsweise hier in der Aufgabe H2 relativ ausführlich geschrieben als Hinweise, wie Sie die Aufgabe lösen können. Neben Hinweisen gibt es natürlich auch noch verbindliche Anforderungen, die Sie einzuhalten haben. Auf dem Übungsblatt bei der Bearbeitung der Übungsaufgaben heißt das, wenn Sie diese verbindlichen Anforderungen nicht einhalten, dann gibt es halt weniger Punkte. In der Realität heißt das, wenn Sie die verbindlichen Anforderungen nicht einfüllen, in echter Praxis in Industrie und Wirtschaft, dann heißt das, dass Sie sich potenziell mit Ihrem Auftraggeber vor Gericht wiedersehen. Wenn wir an eine Programmieraufgabe herangehen, dann ist der erste Schritt immer, sich erstmal klar zu machen, was diese Programmieraufgabe eigentlich beinhaltet. Das heißt also, was das Programm, das wir implementieren sollen, was das tatsächlich leisten soll. Das ist jetzt in den ersten Aufgabenblättern mit FOPBOT relativ einfach und anschaulich, weil FOPBOT nun mal so anschaulich visuell orientiert ist. Hier konkret geht es jetzt um die Aufgabe, ein solches Rechteck sozusagen mit Münzen zu zeichnen, mit Münzen zu füllen. Das heißt, ein Roboter soll durch die World hindurchgehen und auf jedem der Felder dieses Rechtecks jeweils genau eine Münze ablegen. Und Vorgabe ist, dass der Roboter tatsächlich einen Weg mit Move und Turn Left durch die World hindurchgeht und nicht magisch irgendwie mit Fernsprüngen von einem Feld zu einem völlig anderen Feld springt. So, der zweite Schritt ist dann, sich zu überlegen, wie kann man da eigentlich grundsätzlich an diese Aufgabenstellung herangehen, sich eine erste Idee zu überlegen und diese dann schrittweise zu verfeinern, bis wir am Ende zum tatsächlichen Programm kommen. Unsere erste Idee ist hier, dass wir zeilenweise von der untersten, der nullten Zeile bis zur obersten Zeile jeweils durchgehen und jede dieser Zeilen wiederum von links nach rechts durchgehen und dabei immer eine Münze ablegen. Auf jedem Feld, das da besucht wird, innerhalb dieses Rechtecks. Wir hätten es auch anders angehen können. Wir hätten auch beispielsweise zeilenweise von rechts nach links durchgehen können, also die Pfeile genau umgedreht. Wir hätten auch spaltenweise von unten nach oben oder von oben nach unten durchgehen können. Das ist eigentlich vollkommen egal. Wir haben uns jetzt hier dafür entschieden, zeilenweise die Münzen von rechts nach links jeweils abzulegen. So, diese erste einfache, vage Idee reicht natürlich noch nicht, denn wir haben eben gesagt, Vorgabe ist, dass es keine magischen Fernsprünge gibt, sondern ein einziger Weg. Der Roboter macht einen einzigen Weg mit Move und Turn Left durch die ganze World hindurch. Von einer Position, wo er beginnt, das ist das Feld unten links im Rechteck, bis zu der Position, wo er endet, wenn er seine Aufgabe erfüllt hat. Wir werden dann eben gleich sehen, das ist genau die Position, auf die Sie den Roboter hier sehen.
So, wir müssen also unsere Vorgehensweise ein bisschen weiter ausgestalten. Wir müssen uns überlegen, wie können wir das denn erreichen mit einem einzigen Weg, dass der Roboter immer von links nach rechts jede Zeile durchläuft und dabei eine Münze ablegt. Und die Idee ist hier, die ich hier in diesem Bild verfolgen möchte und dann, die wir dann auch implementieren werden, ist, wir gehen tatsächlich, beginnt mit der untersten Zeile von links nach rechts alle Felder dieser Zeile durch. Müssen dann aber eine Zeile höher gehen und die Blickrichtung um 180 Grad wenden nach links, um dann auf der nächsten Zeile dann ganz nach links, von rechts nach links durchzugehen, auf das erste Feld im Rechteck in dieser Zeile wieder die Blickrichtung um 180 Grad wenden und dann wieder dasselbe machen in der Zeile mit der Nummer 1, dasselbe machen wie in der Zeile mit der Nummer 0 eben, nämlich jedes Feld von links nach rechts durchlaufen und dabei jeweils eine Münze ablegen. So, wir reden hier also von Wiederholungen. Wir reden also von Vorschleifen, denn diese Wiederholungen, da wissen wir vorher, wie oft jeweils diese Schleife zu durchlaufen ist. Wir reden hier von zwei ineinander geschachtelten Vorschleifen, eine äußere Vorschleife, die die Zeilen von unten nach oben durchgeht. Und eigentlich reden wir darin von zwei inneren Vorschleifen, nämlich eine innere Vorschleife, die von links nach rechts durch die eine Zeile durchgeht und jeweils eine Münze ablegt, und eine andere Vorschleife, die dann von rechts nach links auf der nächsten Zeile ohne Münzablegung dann durchgeht. Und natürlich brauchen wir dann auch noch Anweisungen, mit denen dafür gesorgt wird, dass jeweils in jedem Durchlauf der äußeren Vorschleife, also nachdem eine Zeile von links nach rechts durchlaufen wurde, der Roboter um eine Zeile hochgeht und dann nach links zeigt. Und genauso gehört in jedem Durchlauf der äußeren Vorschleife Anweisungen ganz am Ende, mit denen die Blickrichtung des Roboters, wenn er auf dem linken Feld der nächsten Zeile angekommen ist, dann tatsächlich nach rechts wieder gedreht wird. So, jetzt haben wir eine grundlegende Idee, wie wir mit einem einzigen Weg durch das Rechteck hindurch, wir durchlaufen durchaus Felder mehrfach, genau gesagt durchlaufen wir die meisten Felder zweifach, aber wir legen nur bei einem Durchkommen, nämlich von links nach rechts, eine Münze ab, und bei dem Durchkommen, wo wir von rechts nach links gehen, legen wir keine Münze ab. Das haben wir 9-mal zu machen. Insgesamt diese Operation von links nach rechts durchgehen, Münze ablegen, hochgehen, um 180 Grad drehen, von rechts nach links gehen, ohne Münzablegung und wieder 180 Grad drehen. Also die äußere Vorschleife wird so oft durchlaufen, wie wir Zeilen haben, 9-mal. Und jetzt müssen wir uns dann überlegen, was passiert innerhalb dieser Vorschleife. Naja, das hatten wir ja schon als Idee uns überlegt, zunächst einmal, dass wir einmal 10 Schritte von links nach rechts durchgehen, dabei Münzen abwerfen. Und dann müssen wir halt den Roboter neu justieren, nächste Zeile und nach links zeigend. Dann wieder 10 Schritte in die andere Richtung, von rechts nach links zurück und dann wieder den Roboter neu justieren. So, wir haben schon im Video zum 0. Übungsblatt gesehen, wie das aussehen kann, wie man eine Reihe von Münzen ablegen kann in der World, in der Blickrichtung des Robots, nämlich in einer Schleife. Vollkommen egal, ob While oder Vorschleife, jeweils diese beiden Anweisungen ausführen. Erst eine Münze ablegen, dann einen Schritt vorwärts gehen. Im nächsten Durchlauf der Schleife wieder eine Münze ablegen, wieder einen Schritt vorwärts gehen und so weiter und so fort. So, wenn wir das gemacht haben, dann kommen wir in jedem Durchlauf der äußeren Vorschleife an die Stelle, die hier nur für einen dieser Durchläufe repräsentativ mit dem Pfeil dargestellt ist. Dadurch, dass wir immer zuerst eine Münze ablegen und danach Move machen, also danach einen Schritt weitergehen, wird der Roboter am Ende einen Schritt weiter sein nach rechts als das Rechteck, das zu füllen ist. Das heißt, wir sind genau an der Stelle, die hier mit diesem Pfeil gezeichnet ist. Wir müssen jetzt den Roboter auf die nächste Zeile hochheben und ihn gleichzeitig um 180 Grad drehen. Das machen wir am besten nicht, indem wir
uns erst überlegen, wie bringen wir den Roboter hoch und dann, wie drehen wir ihn oder umgekehrt, sondern durch scharfes Hinsehen stellen wir fest, ach, das ist doch eigentlich ganz, ganz einfach. Wir drehen den Roboter erst einmal um 90 Grad, dann zeigt er nach oben, dann machen wir einen Move, dann ist er in der richtigen Zeile für den nächsten Durchlauf durch die äußere Vorschleife. Und wenn wir dann nochmal einen Turn Left machen, dann sind die 180 Grad erreicht, der Roboter zeigt nach links. Dann geht er zurück. Wir müssen uns noch mal ganz kurz überlegen, wohin wir den Roboter positionieren müssen. Da wir auf dem Weg von links nach rechts hier in der ersten inneren Vorschleife immer zuerst die Münze ablegen und dann einen Move machen, müssen wir den Roboter also auf die linkeste Spalte des Rechtecks positionieren. Und wir überlegen uns ganz kurz, dass wir das mit 10 Durchläufen von der Position, wo er jetzt ist, mit 10 Durchläufen schaffen. Und dann, wie gesagt, müssen wir nur noch den Roboter nochmal um 180 Grad wenden und dann ist er bereit, um auf der nächsten Zeile wieder alle Felder durchzugehen und mit Münzen zu füllen. Und wir sehen jetzt auch, warum der Roboter am Ende so komisch positioniert ist. Er ist so positioniert, als würde er jetzt die nächste Zeile darüber hinausgehen, aber die Vorschleife ist nach 9 Durchläufen, nach 9 Zeilen zu Ende. So, damit ist diese erste Aufgabe erfolgreich beendet. Wir wollen diese Aufgabe leicht variieren. Das Rechteck soll nur zur Hälfte gezeichnet werden. Genauer gesagt, nur die obere linke Hälfte, dieses hier angedeutete Dreieck, soll gezeichnet werden. Und wir wollen jetzt nicht zu viel Denkarbeit reinstecken. Unser Gedanke ist, dass wir den Code, den wir für das Rechteck jetzt entwickelt haben, ob man den nicht vielleicht ein bisschen anpassen kann, damit er nicht mehr die Rechteckaufgabe erfüllt, sondern jetzt diese Dreiecksaufgabe erfüllt. Also überlegen wir uns, was sich jetzt hier geändert. Auf der 0. Zeile soll er nicht mehr 10 Mal durchgehen, sondern 0 Mal. Auf der 1. Zeile, auf der Zeile mit der Nummer 1, soll er nicht mehr 10 Mal durchgehen, sondern 1 Mal. Hier soll er nicht mehr 10 Mal durchgehen, sondern 2 Mal. Nicht mehr 10 Mal, sondern mal 3 Mal und so weiter und so fort. Das heißt also, die Anzahl von Malen, wie er hier durchgehen soll, erst nach links und dann in der zweiten Vorschleife wieder, erst von links nach rechts und dann in der zweiten Vorschleife wieder von rechts nach links, ist gegeben durch die Zeilennummer, durch das I hier. Wir können das einfach so formulieren, wenn I gleich 0 ist, dann wird diese innere Vorschleife und dementsprechend auch diese innere Vorschleife kein einziges Mal durchlaufen. Wenn I gleich 1 ist, wird sie einmal durchlaufen. Beide dieser Vorschleifen werden jeweils einmal durchlaufen. Wenn I gleich 2 ist, zweimal durchlaufen und so weiter und so fort. Alles andere, was hier noch mit Ausfüllen bezeichnet ist, ist exakt dasselbe, machen Sie sich das klar, ist exakt dasselbe wie eben bei der Rechteckaufgabe. Wir haben uns einfach den Code hergenommen für die Rechteckaufgabe und haben festgestellt, nur an diesen beiden Stellen, bei den beiden Fortsetzungsbedingungen der beiden inneren Vorschleifen, nur hier müssen wir etwas ändern und ansonsten ist es exakt derselbe Code wie für das Rechteck eben. Und damit ist auch diese Dreiecksaufgabe erfolgreich gelöst. Jetzt eine andere Variation. Wir wollen jetzt nicht auf jedem, wir kommen wieder zum Rechteck zurück, nicht? Wir wollen nicht auf jedem Feld des Rechtecks jeweils eine Münze ablegen, sondern nur so schachbrettartig auf jedem zweiten. Und wir wollen uns dann jetzt aber mal eine andere Vorgehensweise überlegen. Ja, die erste Vorgehensweise hat funktioniert, die würde auch jetzt hier auch wieder funktionieren. Aber wir hatten noch eine andere Vorgehensweise im Hinterkopf, die wir jetzt vielleicht mal ausprobieren wollen. Ja, um an eine Programmieraufgabe heranzugehen, kann es durchaus mehrere grundlegend verschiedene Vorgehensweisen geben. Und eine davon sehen wir uns jetzt an, nämlich die Idee, dass wir nicht immer in jeder Zeile von links nach rechts gehen, eins hoch, dann wieder von rechts nach links und in der Zeile wieder von links nach rechts, sondern dass wir das wirklich im Aufsteigen so treppenartig machen, in der Zeile mit der Nummer 0, also in der ersten Zeile von unten, von links nach rechts, dann von rechts nach links in der nächsten Zeile wieder von links nach rechts und wieder von rechts nach links und so weiter und so fort.
Das probieren wir jetzt einfach mal aus, wie das dann aussieht. Und wir müssen auch die zweite, die Variation der Aufgabenstellung beachten, eben nur auf jedem zweiten Brett. Entschuldigung, auf jedem zweiten Feld jeweils eine Münze ablegen. So, wir richten also einen Roboter ein, der wieder unten links auf dem ersten Feld steht und geben dem 32 Münzen mit, weil 32 Münzen abzulegen sind. In diesem Beispiel, hier haben wir uns dafür entschieden, tatsächlich ein Schachbrett zu zeichnen, also 8x8. Nur jedes zweite ergibt also 32 Münzen, die wir ablegen wollen. So, Sie sehen schon direkt von dem Bild rechts, dass wir viermal dasselbe jetzt machen. Wir haben vorher in dem Rechteck mit den 9 Zeilen, haben wir 9-mal für jede Zeile einmal immer dasselbe gemacht. Jetzt, wie Sie hier sehen, machen wir viermal dasselbe. Nämlich dasselbe heißt einmal in einer Zeile von links nach rechts gehen und dann in der nächsten Zeile von rechts nach links gehen. So, das ist jetzt erst einmal für jedes dieser vier Male erstmal der Weg von links nach rechts. Der Roboter war ja wieder so positioniert, untere linke Ecke des Gesamtschachbretts und zeigt nach rechts. Also geht er jetzt hier erstmal achtmal durch und in vier Fällen bei diesen acht Durchgängen wird er eine Münze ablegen, in den anderen vieren jeweils nicht. So, das wissen wir ja auch schon jetzt, nämlich dass er jedes dieser acht Male einmal vorwärts geht. Ja, das wissen wir einfach schon, auch wenn wir noch nicht so richtig wissen, wie das mit dem Münzablegen jetzt nun eigentlich aussehen soll. Das müssen wir uns jetzt als nächstes überlegen, wie wir jetzt das Münzablegen, also ganz konkret, wie wir jetzt die Bedingung hinbekommen und also ob wir jetzt auf dem aktuellen Feld, auf dem der Roboter steht, tatsächlich eine Münze ablegen oder ob wir das nicht tun. Und wir wissen, wie das Muster aussieht. Ja, wir wissen noch nicht, wie diese Bedingung aussieht. Da steht immer noch Ausfüllen jetzt in diesem immer noch rudimentär vorhandenen Code. Aber wir wissen, wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann wird eine Münze abzulegen sein. Ja, das wissen wir schon. Wir wissen bloß noch nicht, wie wir die Felder identifizieren können, auf denen wir tatsächlich Putcoin dann aufrufen. So, und da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass wir uns die X- und die Y-Koordinate des Feldes ansehen und uns überlegen, dass wir aus der X- und Y-Koordinaten tatsächlich bestimmen können, ob auf diesem Feld eine Münze abzulegen ist oder nicht. Und zwar ganz konkret aus der Summe der beiden Koordinaten. Die mathematische Idee, die wir jetzt hier haben müssen, um hier hinzukommen, ist, oder um jetzt weiterzukommen, ist, dass die Summe aus x-Koordinate und y-Koordinate für die Felder, die mit Münzen belegt sind, immer gerade ist. Und für die Felder, die mit Münzen nicht belegt sind, immer ungerade ist. Schauen wir uns das hier an. Für dieses Feld hier, was mit einer Münze belegt ist, ist 0 plus 2 gerade. Hier eins nach schräg hoch ist 3 plus 1 gerade. Schräg hoch 4 plus 2 gerade. Schräg hoch 3 plus 3 gerade und so weiter und so fort. Und für die anderen Münzen gilt entsprechend, dass die Summe aus x-Koordinate und y-Koordinate ungerade ist. Das heißt also, die Bedingung, die wir hier hineinzusetzen haben, ist, dass die Summe aus x-Koordinate und y-Koordinate gerade ist. Und wir haben auch dieses Muster schon gesehen. Wir wissen, wie wir eine gerade Zahl oder eine ungerade Zahl identifizieren können, nämlich indem wir Modulo 2 nehmen. Der Rest bei der ganzzahligen Division mit Rest geteilt also Division durch 2 und der Wert, wenn der Wert 0 ist, also wenn die Division durch 2 ohne Rest, mit Rest 0 also aufgeht, dann ist die Zahl der Erstoperand vom Modulo-Operator gerade. Ansonsten ist es eben entsprechend gerade. So, und damit sind wir hier an dieser Stelle soweit fertig.
Wir müssen dann nur noch eben die Operationen zunächst mal auf der rechten Seite implementieren, die dafür sorgen, dass der Roboter eine Zeile hochgeht und dann nach links schaut. Das kennen wir im Prinzip schon. Einmal nach links schauen, einmal hoch, einmal nach links. Und dann wollen wir den Roboter wieder so positionieren, dass er auf die erste, also in diesem Fall jetzt die rechteste Spalte des Schachbretts platziert ist. Also nochmal ein Move hinter dem Muster, das wir schon hatten. Turn left, move, turn left. Und dann machen wir dort auf dem Rückweg jetzt in der zweiten Vorschleife innerhalb der großen Vorschleife, die nur viermal ausgeführt wird, machen wir nochmal exakt dasselbe wie vorher. Es ist exakt derselbe Code von rechts nach links wie von links nach rechts, denn es ist exakt dieselbe Bedingung, unter der eine Münze abzulegen ist. Und linker Hand müssen wir dann entsprechend auch wieder den Schritt machen, einmal nach rechts drehen, dann eins hochgehen, nochmal nach rechts drehen, nochmal einen Schritt nach rechts gehen und dreimal nach links drehen ist einmal nach rechts drehen, so kommt dieser Code hier zustande. So, damit ist auch diese Aufgabe erfüllt und wir kommen zur letzten Aufgabe dieses Videos. Jetzt aus einem anderen, dem nächsten Kapitel. Das ist auch nur eine Teilaufgabe im Rahmen der Gesamtaufgabe, die wir uns in diesem Kapitel stellen. Aber wir können diese Teilaufgabe für sich selber betrachten und das tun wir jetzt. Wir haben ein Zimmer, ein geschlossenes Zimmer, was Sie hier durch die dickeren schwarzen Striche sehen. Und der Roboter ist irgendwo in diesem Zimmer abgelegt und der Roboter hat keine Ahnung davon, wo in diesem Zimmer er ist, also wo die Wände sind, sondern er weiß natürlich, auf welchem Feld er selber ist und in welche Richtung er zeigt. Aber wo das Zimmer ist, wo die Wände sind, davon hat er keine Ahnung. Und die Aufgabe besteht darin, hier zu einer solchen konvexen Ecke zu kommen. Eine konvexe Ecke ist eine, die, wie in diesem Beispiel hier, wo es eben das Zimmer nach außen gewölbt ist, wenn man so will. Eine konkave Ecke hingegen wäre eine Ecke wie diese hier, wo das Zimmer nach innen gewölbt ist. Und wir wollen zu einer konvexen Ecke. Im nächsten Video zur allgemeinen Vorgehensweise, Teil 2, werden wir sehen, warum wir das wollen. Hier betrachten wir diese Teilaufgabe alleine, dass wir zu einer konvexen Ecke gehen wollen. Und Sie sehen schon in diesem Bild die grundlegende Idee, nämlich, dass wir im Zickzack durchgehen. Der Roboter geht erst einmal blindlings in die Richtung geradeaus weiter, bis er an einer Wand steht, bis er vor einer Wand steht. Und dann geht er im Zickzack dreht er sich um 90 Grad, geht dann voran, bis er wieder an eine Wand stößt, dreht sich dann in die umgekehrte Richtung. Ja, die Drehung ist immer wechselweise, einmal nach links, einmal nach rechts, einmal nach links, einmal nach rechts. In diesem kleinen Beispiel eben nur einmal nach links und einmal nach rechts. Aber in einem komplexeren Beispiel kann es durchaus sein, Sie können sich übungshalber selber ein komplexeres Beispiel bauen, bei dem mir der Roboter deutlich mehr als einmal dann hier jeweils die Richtung wechseln muss. Und das ist auch der erste Punkt, wo wir zum ersten Mal ein Grundkonzept des Nachdenkens über algorithmische Vorgehensweisen sehen, nämlich das Denken in Invariante und Variante und die Konsequenz aus beidem dann für die Korrektheit der algorithmischen Idee, die wir hier verfolgen. Wir reden ja hier von einer Schleife letztendlich. In jedem Durchlauf durch die Schleife soll der Roboter entweder einen Schritt vorangehen oder er soll die Richtung drehen. Wenn er vor einer Wand steht, dann soll er die Richtung drehen. Wenn er nicht vor einer Wand steht in dieser Schleife, in einem Durchlauf der Schleife, dann soll er einen Schritt vorgehen. Und die Invariante, die hier wichtig ist, ist, dass der Roboter nicht kreuz und quer wild durch die Gegend geht und dann vielleicht in Zügel reinläuft und nie an eine konvexe Ecke kommt oder so etwas, sondern dass er nach einem starren Schema durchgeht. In diesem Beispiel ist die Startrichtung nach unten und das starre Schema ist, was garantiert sein wird, durch das starre Schema, das Wechseln einmal nach links, einmal nach rechts, einmal nach links, einmal nach rechts, dass der Roboter immer in jedem Schritt entweder nach
unten oder nach rechts schaut, also allgemeiner gesprochen, der Roboter kann ja auch anders platziert sein, dass er nach oben oder nach links oder nach rechts schaut, dass er immer entweder Startrichtung oder links von der Startrichtung schaut. Das soll vor und nach jedem Durchlauf durch die Schleife gelten, also auch nach dem letzten Schleifendurchlauf, das heißt nach dem Ende der Schleife. Die Variante ist, die sorgt dafür, dass die Variante garantiert, dass der Roboter tatsächlich am Ende in einem endlich großen Zimmer tatsächlich in eine konvexe Ecke kommen wird, weil der Roboter eben immer im Beispiel entweder einen Schritt nach rechts oder nach unten geht, außer in Schritten, wo er sich dreht. Und das heißt also, er geht immer weiter nach Südosten, wenn man so will, in diesem Beispiel, wo der Roboter mit Blickrichtung nach unten beginnt, sodass es völlig unausweichlich ist in einem endlich großen Zimmer, dass er nach endlich vielen Schritten nicht mehr weiterkommt. Und nicht mehr weiterkommen heißt, er ist in einer konvexen Ecke gefangen. So, jetzt sind wir so weit, dass wir uns tatsächlich an den Java-Code trauen können. Wir haben jetzt eine While-Schleife, keine Zählschleife, keine Vorschleife mehr, weil wir ja nicht vorher wissen, wie lange es dauert, wie viele Schritte es dauert, bis der Roboter tatsächlich an einer konvexen Ecke angelangt ist. Wir brauchen also stattdessen ein Abbruchkriterium, was wir jetzt auch noch nicht kennen, was wir uns auch erst noch überlegen müssen. Also eine Fortsetzungsbedingung, solange der Roboter noch nicht in einer konvexen Ecke ist, soll er jeweils einen Schritt machen und entweder, wenn er nicht vor einer Wand steht, soll er einen Schritt vorwärts machen oder wenn er vor einer Wand steht, soll er sich je nachdem wechselweise nach links oder nach rechts drehen. Das ist das Programm, das wir jetzt zu realisieren haben. Und wir müssen uns immer merken, die binäre Information, ob die nächste Drehung jetzt nach links oder die nächste Drehung jetzt nach rechts sein wird. Binäre Information ist Datentyp Boolean mit den beiden Werten True und False. Ich nenne diese Variable jetzt, gebe ihr einen entsprechenden Namen, dass die nächste Drehung, die zu machen ist, nach links gehen wird. So wie es auch im Bild unten rechts zu sehen ist, dass die erste Drehung, die der Roboter macht, nach links gehen wird. So, das brauchen wir auf jeden Fall, um uns immer zu merken, ob der Roboter nach links oder nach rechts geht. Und nach jeder Drehung müssen wir diese Variable next turn left negieren. Das heißt, wenn sie true ist, muss sie auf false gesetzt werden. Wenn sie false ist, muss sie auf true gesetzt werden. So, wir machen uns hier an dieser Stelle das Leben etwas einfacher und wenden ein Muster an, das sehr häufig gut verwendet werden kann, nämlich dass wir gar nicht hier in die Fortsetzungsbedingung der While-Schleife wirklich eine Fortsetzungsbedingung reinschreiben, sondern einfach nur eine boolesche Variable und irgendwo innerhalb der While-Schleife, das werden wir dann sehen, das werden wir dann herauszuarbeiten haben, werden wir dann not finished auf false setzen. Und wenn dann die Fortsetzungsbedingung das nächste Mal evaluiert wird, wird sie eben false sein und die Schleife wird dann zu Ende sein. Das heißt also, an dieser Stelle wissen wir noch nicht, wie diese Fortsetzungsbedingung aussehen soll und ob sie tatsächlich am Anfang der While-Schleife oder am Ende mit einer Do-While-Schleife oder irgendwo in der mittendrin dann formuliert werden soll. Und in solchen Fällen machen wir uns das Leben einfacher mit diesem Muster, was Sie hier gelb unterlegt sehen, eine boolesche Variable, die erst einmal als Fortsetzungsbedingung auf True gesetzt wird und irgendwo in der Schleife werden wir später sehen, aha, das ist jetzt die Stelle, wo die Fortsetzungsbedingung nicht mehr erfüllt ist, da setzen wir dann not finished auf False. So, die beiden Fälle. Der erste Fall war, hatten wir schon kurz umgangssprachlich gesagt, eben auf der letzten Folie, wenn der Roboter nicht vor einer Wand steht, dann soll er einen Schritt vorwärts machen. Und der andere Fall, wenn er vor einer Wand steht, der ist etwas komplizierter, um den müssen wir uns jetzt kümmern. So, in jedem Fall soll der Roboter gedreht werden. Und zwar
Wenn Next Turn Left True ist, soll er nach links gedreht werden. Und wenn Next Turn Left False ist, soll er nach rechts gedreht werden. Wir wissen schon, wie sowas aussieht, nämlich entweder eine Drehung nach links oder drei Drehungen nach links. Und damit ist die Drehung im Prinzip abgeschlossen. Wir müssen aber noch dafür sorgen, dass die Drehrichtung in Next Turn Left negiert wird. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir noch den Abbruch der Schleife noch nicht tatsächlich realisiert haben. Das haben wir uns aufgespart, indem wir einfach die Variable Not Finished eingeführt haben. Beides müssen wir jetzt noch füllen und wenn wir beides gefüllt haben, ist auch diese Aufgabe erledigt. So, die erste Aufgabe, die Drehrichtung ändern. Da verwenden wir den Operator Ausrufezeichen, der einen boolschen Wert genau negiert. Das heißt, wenn vorher Next Turn Left True stand, steht jetzt durch die Zuweisung hinterher False drin und umgekehrt. Jetzt kommen wir an die Stelle, wo wir sagen können, was heißt es denn, dass wir an einer konvexen Ecke angekommen sind? Das heißt, wenn wir an einer konvexen Ecke ankommen, das können Sie unten rechts in dem Bild ja sehen, dann wissen wir erst einmal, dass der Roboter vor einer Wand steht. Und dann dreht er sich und konvexe Ecke heißt, dass er dann wieder vor einer Wand steht. Und genau das ist jetzt die Bedingung, unter der wir die Weichschleife abbrechen können, also unter der wir identifiziert haben, dass wir in einer konvexen Ecke sind. Und das heißt eben, dass wir die Variable, deren Wert in der Fortsetzungsbedingung der Weichschleife oben im Kopf der Weichschleife evaluiert wird, dass wir die auf Fort setzen, sodass dann also beim nächsten Testen der Fortsetzungsbedingung dann tatsächlich die Schleife beendet wird. Ich möchte dieses Video schließen, nochmal mit einem Hinweis auf diese sehr wichtige Folie. Das ist die Art und Weise, wie man über Schleifen denken sollte. Bei einfachen Schleifen braucht man das vielleicht sich nicht so explizit klar machen, aber je komplizierter die Schleife wird, umso wichtiger ist es, dass man sich klar macht. In einer Schleife gibt es immer Aspekte, die unveränderlich sind und Aspekte, die sich von Schleifendurchlauf durch Schleifendurchlauf ändern. Die unveränderlichen Aspekte formuliert man in der Invariante, eben für unveränderlich. Das, was sich von Durchlauf zu Durchlauf ändert, das, nämlich dass der Roboter immer weiter nach Südosten geht, das formuliert man in der Variante. Und wir haben schon die Schlussfolgerung unten gezogen. Wenn wir den Code so implementiert haben, wenn wir die Programmieraufgabe so gelöst haben, dass tatsächlich die Invariante und die Variante erfüllt sind, und das können Sie ja einfach nochmal schauen, dass das der Fall ist, dann wird die Konsequenz tatsächlich eintreten, nach endlich vielen Schritten kommt der Roboter bei einer konvexen Ecke an und die Weichschleife ist beendet.